Der Launch von Starfield steht kurz bevor und die Vorfreude erreicht so langsam seinen Höhepunkt. In diesem Video möchte ich euch die letzten News zum Spiel vorstellen und dabei vor allem ein paar Sachen besprechen, die komischerweise etwas untergegangen sind, obwohl ich sie persönlich für super interessant halte und die deutlich mehr Aufmerksamkeit verdienen. Am Ende gibt es dann noch ein paar Worte zum aktuellen Drama und allgemein der Aufregung rund um Starfield und warum mir sowohl Jubelfans als auch Hater so ein bisschen auf den Sack gehen. Und dass es zum Glück auch besser geht. Dann mal kein großes Gelaber um Abos und Likes, sondern anschnallen und direkt loslegen. Die coolste und spannendste News für mich kam von einem neuen Artikel der Spieleseite Rock Paper Shotgun. Rock Paper Shotgun ist meiner Meinung nach übrigens die beste englischsprachige Spieleseite da draußen, also ein Tipp an euch, falls ihr sie noch nicht kennt. Der Starfield-Artikel basiert auf einem offiziellen Q&A mit Zach Wilson. Wilson ist Senior Level Designer bei Bethesda und dort hat er unter anderem an der Questlinie für die United Colonies Fraktion gearbeitet und war auch die Schnittstelle zwischen dem Technikteam und den anderen Level Designern. Am spannendsten finde ich allerdings seine Arbeit an den Weltrauminhalten. Dort hat er zum Beispiel verlassene Schiffe designt, die der Spieler im Weltall entdecken kann. Der Fokus liegt dabei auf den Gefahren und Tragödien, die interplanetare Reisen so mit sich bringen. Und als Spieler können wir diese Wracks erkunden und so die individuelle Geschichte dahinter aufdecken. Und das ist genau die Art von Abenteuer, die ich in einem Bethesda-Spiel haben möchte. Wie ich schon in meinem Pro- und Contra-Video erklärt habe, sind die coolsten Momente in Skyrim oder Fallout, wenn ich ein bisschen ahnungslos durch die Gegend stolper und dabei eine Höhle oder ein verlassenes Haus entdecke und dort anscheinend irgendetwas Krasses passiert ist und ich die genauen Hintergründe aber erst selber herausfinden muss. Vast Narrative und Environmental Storytelling, um mal ein paar kluge Keywords zu droppen, aber was ich damit meine ist, dass mich da eben keine Quest hinführt, wo Oma Erna schon vorher gesagt hat, hey, da hinten im Tempel hört man seit 3 Wochen komische Geräusche, ich glaube, das sind Werwölfe, schau doch mal danach und bring mir auch gleich den Kopf von ihrem Anführer Stefan Silbermähne. Genau das nicht. Ja, ich hätte da auch vorbeilatschen können, ich habe es aber selber entdeckt. Und die Story wird mir dann auch nicht auf dem Silberteller präsentiert, sondern ich erarbeite mir das Ganze selbst durch Hinweise in der Umgebung und gründliches Erkunden. Und weil das so cool ist, hat mich diese Aussage mehr begeistert als das ganze Marketing-Blabla zu irgendwie 1000 Planeten und 300 Waffen aufsetzen. Und auch die zweite Aussage von Wilson fand ich persönlich richtig geil. Da spricht er über legendäre Raumschiffe. Das sind riesige High-Level-Schiffe, die uns am Anfang unüberwindbar scheinen. Wenn man dann aber im Spielverlauf neue Schiffe freischaltet und diese dann modifiziert und vor allem upgradet, kann man diese legendären Gegner dann irgendwann selber zerstören. Wie cool ist das denn? Das ist genau mein Ding. Das eigene Raumschiff und das Rumfliegen im All ist einer der Gründe, warum ich Starfield so faszinierend finde. Und dieser Hinweis auf legendäre Superschiffe klingt einfach so cool. Da bin ich echt richtig gespannt drauf. Genauso interessant finde ich die Aussagen von Bethesda-Marketing-Chef Pete Hines, beziehungsweise eine Aussage. Denn auf der Gamescom hat er natürlich den ganzen PR-Standard rausposaunt. Hier zum Beispiel in einem Interview mit IGN. Okay, so we're super excited for Starfield. But super excited. I am. So I think I'm on my 15th playthrough. I'm probably 200 hours in, but not on one playthrough. Because like I start, we change same game formats, blah, 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 all that stuff. So I started in November, but I'm playing like I think on my final character playthrough, total space pirate. Man, I'm total space pirate. I think it's more Oblivion than Skyrim for people play. Maybe they'll get that. It is an epic, epic game. Und der kleine, aber feine Satz am Ende ist dabei fast untergegangen. I think it's more Oblivion than Skyrim for people play. Maybe they'll get that. Mehr Oblivion als Skyrim. Und Leute, die es gespielt haben, verstehen das bestimmt. Und das ist so viel interessanter als das ganze Gerede um 15 Durchläufe und 200 Stunden. Kurz zur Einordnung. Skyrim ist natürlich der 5. und letzte Teil der Elder Scrolls-Reihe und ein gigantischer Erfolg. Und damit ist er den meisten Spielern, die sich jetzt auf Starfield freuen, natürlich ein Begriff und auch der offensichtliche Vergleich. Die Elder Scrolls 4, Oblivion, ist inzwischen fast 20 Jahre alt und wurde von Skyrim danach dramatisch überschattet, ist aber an einigen Punkten selbst heute noch besser als sein Nachfolger. So sind vor allem die Rollenspielmechaniken in Oblivion sehr komplex und auch durchdachter als in Skyrim. Fans finden zudem auch die Quests und das Writing allgemein besser. Und auch die Städte gelten in Oblivion als beliebter und glaubwürdiger. Da das im Konsens so die Vorteile von Oblivion gegenüber Skyrim sind, ist so ein Nebenbeisatz von Pete Hines für mich viel interessanter als der ganze Rest. Schließlich wünsche ich mir genau diese Stärken auch für Starfield.
Und im Gegensatz zu den anderen Sachen klingt das für mich weniger nach einstudiertem PR, sondern nach wirklicher Meinung, die ihm da fast so nebenbei rausgerutscht ist. Kommen wir damit zu den allgemeineren News. Es gab zuletzt immer wieder etwas Sorgen um die Performance von Starfield. In den Gameplay-Videos gab es öfter Ruckler zu sehen. Der Technikkanal Digital Foundry hat dazu jetzt ein ausführliches Video veröffentlicht und auch diese Stellen untersucht. Und DF ist zu dem Schluss gekommen, dass es sich dabei eher um Probleme bei der Aufnahme handelt und nicht um Ruckler im Spiel selbst. Das gesamte Video ist für Technikinteressierte ziemlich interessant und falls ihr da mal selber reinschauen wollt, findet ihr den Link dazu in der Videobeschreibung. Kurz vor Release hat Starfield jetzt auf Steam die Top-Position in den Verkaufscharts erobert und dabei die alte Nummer 1 Baldur's Gate 3 verdrängt. Das war natürlich so zu erwarten, ist aber trotzdem ein schöner Erfolg. Und seit heute läuft übrigens auch der Preload auf Steam für PC-Spiele. Falls ihr übrigens mehr über die verschiedenen Versionen von Starfield für PC, Xbox, Game Pass oder auch das Game Streaming sowie den Early Access wissen wollt, schaut auch gerne in mein Das müsst ihr wissen Video zu Starfield, da gibt es alle Infos. Auf Instagram hat Bethesda eine ganze Menge weiterer Profile der Constellation-Mitglieder veröffentlicht. Die wichtigsten davon habe ich ja bereits in meinem Video über die Begleiter und über die Romanzen vorgestellt. Aber seitdem sind noch einige neu hinzugekommen und geben uns einfach etwas mehr Hintergrund und Lore-Wissen über Starfield. Es lohnt sich also durchaus, da mal vorbeizuschauen. Zuletzt will ich noch kurz auf das ganze Planetendrama eingehen. Da geht es darum, dass man offensichtlich nicht einmal auf einem Planeten landen kann und dann zu Fuß nahtlos ohne Ladepause einmal um die ganze Kugel laufen kann. Will man wirklich jeden Quadratmeter erforschen, muss man mit dem Raumschiff erst wieder abheben und woanders landen und dann wird dort das Gebiet rund um die Ladezone wieder begehbar. Bethesda war in der Vergangenheit hier immer sehr vage und dann war es natürlich sehr ungeschickt von Pete Hines in einem Tweet vor kurzem noch etwas anderes anzudeuten. Aber mal ganz ehrlich, wer will denn schon 20 Stunden am Stück den Planeten umrunden? Klar klingt das irgendwie cool, aber wichtig ist doch, ob die Planeten an sich interessant sind und ob sich das Erkunden lohnt und nicht, ob ich nochmal zwischendurch das Raumschiff starten muss. Das ist einfach ein Teil dieser ganzen Aufregerkultur, die mir auf Social Media, YouTube und jetzt auch bei Starfield auf gut Deutsch tierisch auf den Sack geht. Aus allem muss immer ein Drama gemacht werden, um Klicks und Aufmerksamkeit zu generieren. Das heißt nicht, dass man gute Sachen nicht feiern oder Missstände aufdecken und kritisieren sollte. Aber darum geht es hier ja gar nicht. Hier wird einfach ein Detail aufgeblasen, um die Leute aufzuwiegeln. Und ich kann das nicht mehr sehen. Es ist so ermüdend. Und es ist so traurig, dass so viele Leute dabei auch noch bereitwillig mitmachen. Und das auf beiden Seiten. Hier mal zwei Beispiele von Hatern, die um jeden Preis an Starfield rummeckern wollen und sich dabei komplett lächerlich machen. Der erste postet Screenshots von Gasplaneten in Starfield und beschwert sich dann darüber, dass man dort nicht rumlaufen kann. Auf einem Gasplaneten. Kannst du dir nicht ausdenken. Sag bloß, wir können auch nicht auf der Sonne landen. Ein anderer sagt, dass wir lieber auf das fertige Gameplay warten sollten, denn aktuelle Screenshots sehen halt nicht so gut aus. Und postet dann als Grundlage für seine Aussage echte Fotos von der NASA, weil er die mit Bildern aus Starfield verwechselt. Ich meine, was ist da denn kaputt? Nicht viel besser sind leider auch die bedingungslosen Fanboys, die bei jedem kleinsten Anflug von Kritik sofort auf DEFCON 5 schalten und alle Verteidigungsmaßnahmen hochfahren. In meinem Pro-Contra-Video habe ich zum Beispiel gesagt, dass die Main-Story in Bethesda Games traditionell nicht die Stärke der Spiele ist, sondern neben den ganzen anderen Systemen schnell in den Hintergrund tritt. Verständlich, dass einige mit dieser doch sehr krassen und total weit hergeholten Aussage ihre Probleme hatten und mir das dann dringend mitteilen mussten. An anderer Stelle habe ich einen 3-Sekunden-Joke über eine Fehlübersetzung auf der offiziellen deutschen Xbox-Seite gemacht und darüber gewitzelt, dass die Übersetzung in Starfield hoffentlich besser ist. Und auch damit kommen dann einige nicht klar, weil sie einfach so empfindlich sind. Die meisten von euch betrifft das nicht direkt, denn auf meinem Kanal und in den Kommentaren habe ich eine echt coole Community. Und ich muss sagen, zum Glück, denn wenn ich nonstop mit diesem ganzen Hirnfick konfrontiert wäre, würde mir echt die Lust am Videomachen vergehen. Und deshalb möchte ich dieses Video und auch dieses Ende euch widmen und mit einem großen Dankeschön an euch beenden. Es macht einfach Spaß mit euch. Vielen Dank dafür.